Gottesdienst hat noch nicht begonnen. Ich werde beten, Leute. Tom wird sein Bestes tun. Aber ihr müsst mir helfen. Versteckt diesen Koffer hier irgendwo. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß ein ausgezeichnetes Versteck. In ein paar Minuten hat sich deine Einnahmequelle in Luft aufgelöst. Wir treffen uns heute Abend. Ich rufe dich über Handy an. Danke, Lou. Jetzt ist mir schon etwas wohler. Furchtbar, was ist denn jetzt schon? Auf die liegen. Entschuldigt, dass ich euch hab warten lassen, aber ich musste den Empfang eines Paketes quittieren. Ich bin auch völlig hin und weg. Also das Intro, ja, das war der Hammer. Ja, der Wald, ja. Der Wald war super. Wir wollten gerade loslegen, aber da wurde es plötzlich ganz dunkel um uns herum und das Programm schmiss uns raus. Das Spiel ist noch in mehrere Dateien aufgeteilt. Die einzelnen Level müssen sozusagen noch per Tastatur aufgerufen werden. Doch das kriegen wir alles in den Griff. Wenn ihr Lust habt, kann es gleich weitergehen. Na, dann auf ins erste Level. Schnell die Helme. So. Ja. So. Die Handschuhe. So. Wald der Finsternis. Da ist ein Pfad. Ja, so eine Animation habe ich noch nie gesehen. Da kann sich der edelste Zeichentrickfilm nicht dran lassen. Boah, achtet mal auf die Sounds, die sind total irre. Wo geht's nun lang? Meinte die Arme nicht, dass der Ghoul nach Osten geflohen ist? Ich würde sagen, nach Osten. In dieser Richtung müssten wir weiterkommen. Vorsicht, Kollegen! Wölfe! Sieh die Schwerter! Jetzt aber genug hier! Muss man sich etwas auf die Mütze geben bis jetzt? Gut! Ja. Zur Seite, Peter! Vorsicht! Au! Was ist denn? Er hat mich getroffen! Krieg dein Schwert wieder auf, Zweiter. Los, Peter, hier. Wo ist es denn? Da unten, da unten. Ich sehe es nicht. Meine Energieleiste schrumpft. Vorsicht, Peter. Was ist denn jetzt los? Ich kann mich nicht mehr normal bewegen. Das ist ganz in Ordnung. Dein Schwert läuft in Slow Motion. In Zeitlupe. Was soll ich denn machen? Keine Sorge, Zweiter, die machen wir schon alle. Ja, ist denn das? Der braucht wohl noch einen extra Bonus. Zack. Die sind erledigt. Die Leichen werden zu einer Flamme. Und jetzt zu einem blauen Herz. Meine Energieleiste füllt sich wieder auf. Oh, Wahnsinn. So ist das also. Ja, ziemlich brutal das Ganze. Aber wahrscheinlich noch harmlos im Vergleich zu dem, was uns sonst noch erwartet. Ja? Gehen wir weiter. Ja. Der Weg durch den Wald der Finsternis war lang und beschwerlich. An beinahe jeder Biegung erschien eine neue Kreatur, die mit gekonnten Schwerthieben ins Jenseits befördert werden musste. Im Verlauf des ersten Levels kristallisierte sich immer mehr heraus, dass die drei Fragezeichen den Spuren des Ghouls in die Burg des Vampirs Emator folgen mussten. Jedoch fehlte bisher jeglicher Hinweis, wie dieser sagenumwobene Unterschlupf zu finden war. Dafür hatten sich in ihrer Menüleiste schon etliche brauchbare Utensilien angesammelt. Ein Kompass, Wurfmesser, mit denen man auch aus größerer Distanz auf die Gegner zielen konnte, sowie ein unbeschriftetes Notenheft, auf das Peter in einer alten Truhe gestoßen war. Mittlerweile waren sie in ein unterirdisches Labyrinth vorgedrungen, dessen weit verzweigte Gänge unter einem Friedhof lagen. Einige Male hatten sie sich bereits darin verlaufen. Doch mit Hilfe des Kompasses gelangten sie schließlich in eine weitläufige Halle, wo der Endgegner des ersten Levels in Gestalt einer Riesentarantel auf sie wartete. Ui, ui, dieses Kaliber wird kein Zuckerschlecken, Kollegen. Ich steige freiwillig aus. Mach das Ding ohne mich. Ach, Peter. Sie packt mich. Hilfe. Ich muss
Ist verschwunden. Los, hinein in den Sarg, Kollegen. Deckel zu! Seid euch aktiviert. Jungs, ihr könnt die Helme und die Handschuhe abnehmen. Also ich sag, das war ja wirklich ein Wahnsinnsritt. Ja. Gratulation, Mr. Dungeon. Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, also ich würde es nicht für möglich halten. Das Spiel ist der absolute Flash. Ja, wirklich. Ich brenne darauf, ins zweite Level zu gehen. Können wir morgen weiterspielen? Na klar doch. Wie heute? 10 Uhr? Ja, ja. Gerne. Sehr schön. Gefolgt von Mr. Dungeon traten die drei Detektive auf den Flur hinaus. Im Vorzimmer saß Mrs. Bushford an ihrem Schreibtisch und las in einem Buch. Von einem Koffer, den der unbekannte Dritte gebracht hatte, war weit und breit nichts zu sehen. Zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit fuhren Justus, Peter und Bob am nächsten Morgen mit dem Fahrstuhl in Mr. Dungeons Büro hinauf. Als sich die Türen der Kabine öffneten, empfing sie Mrs. Bushford. Sie schien überrascht und etwas irritiert. Ach, ihr seid es. Ich dachte, es wäre Doe, Mr. Dungeon. Ich wundere mich, dass er noch nicht da ist. Ich muss rasch zum Bäcker runter, Jungs. Hab telefonisch ein paar Sandwiches bestellt. Ihr könnt so lange im Besprechungszimmer Platz nehmen. Der Vorführraum ist noch abgeschlossen. Es gibt nur einen Schlüssel und den trägt der Chef immer bei sich. Bis gleich dann. An die Arbeit, Kollegen. Vielleicht bleiben uns nur wenige Minuten. Was soll das denn wieder heißen? Irgendwo muss dieser verflixte Koffer versteckt sein, den der unbekannte Besucher gestern gebracht hat. Ich will wissen, welches Geheimnis er birgt. Dann wird es soll heißen, aussperren und aufspüren. Du hast es erfasst. Sucht ihr hier. Ich schaue mich einfach mal im Besprechungszimmer um. Ja. Justus.